Hallihallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 100. Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge sind wir in den Schattenpalast hinabgestiegen, nachdem ich das Angeln aufgegeben habe. Und in dieser Folge haben wir jetzt etwas Mysteriöses gefunden. Was das wohl zu sein scheint, finden wir es heraus. Das sieht mir erstmal nach einem fetten Kampf aus. Und Link. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wo ist er? Mist. Oh nein! Ich wollte den gar nicht attackieren. Ich hab mich gegen die Fledermäuse gewehrt und bam. Diese leuchtenden Kugeln erhellen unsere Welt. Man nennt sie Sola. Sie gleichen der Sonne in deiner Welt, Stroni. Die Kraft der Sola ist die Quelle des Lebens in dieser Welt. Ohne sie sind wir nichts. Aha. Ja, damit könnten wir... Stroni, könntest du diese Sola nicht zu meinen Leuten am Eingang dieser Welt bringen? Klar, bestimmt kann ich das. Okay, zumindest ein Herz. Ich habe schon ganz schön Schaden wieder genommen, gell? Naja, erstmal First things first hier und so. Ne, erstmal hochheilen so ein bisschen. Also. Muss ich tatsächlich so dreist sein. Und jetzt pass auf. Oh oh. Oh oh. Was macht diese Hand? Ich glaube, diese Hand will mich haben. Ich glaube, diese Hand will mich haben. Ich fürchte, diese Hand will mich haben. Ich fürchte, diese Hand will mich haben. Ja, es ist zu befürchten, diese Hand will mich haben. Oh mein Gott, ich genieße es nicht. Ich hasse solche Jagddinger. Oh nö. Hä? Verpiss dich bitte! Ah, ich muss es wieder aktivieren. Scheiße, und jetzt ist meine schöne Sola wahrscheinlich wieder weg. Mann, jetzt mach das Scheiß dich tot! Du Idiot! Oh mein Gott, ey! Wo ist die Hand? Da oben. Idiot! Vollidiot! Gut, dass wir uns erstmal um diesen komplett irrelevanten Gegner gekümmert haben. Der ist so wichtig. Ah, verdammt. Das war schon da oben. Ich kann das Ding nochmal holen. Toll! Vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden. Oh mein Gott. Ich hasse es. Warte, wo ist das Ding?
Wo ist das Ding? Ja! L-Autofokus für den Arsch. Weg. Hallo, Nimes! Gott, noch eins. Ach, du Scheiße, Junge, bist du dumm. So. Weg, weg, weg. Gut. Falsch, 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 falsch. Was kommt bitte her? Ich bin nicht weit genug oben, oder? Ist egal. Oh mein Gott, ist das alles... Nein, verpisst euch, verpisst euch. Gut, scheiß drauf. Oh mein Gott, ist das alles nervig. Hilfe. Gut. Scheiße, Mann. Okay, ich genieße solche Dinger nicht. Ach ja, natürlich. Was? Das killt den nicht? Oh, verdammt. Ja. Ja, natürlich killt dich das scheiß Licht nicht. Nimm es. So. Erstmal hier das safe Herzteil. Ja. Das safe Herzteil. Okay. Das war klar. Komm her. I could not care less. Fuck! Töte es, töte es, töte sie alle! Super gemacht, toll gemacht, toll gemacht, toll gemacht, toll gemacht, toll gemacht. Falscher Gegner. Richtiger Gegner, falscher Gegner. Idiot. Mach was richtig. Gut, wir haben's. Trotzdem bist du ein Vollidiot, Link. Warte, da ist noch eine geheime Schatztruhe. Da ist noch eine geheime Schatztruhe. Ich habe die Schatztruhe verpasst. Da ist noch eine geheime Schatztruhe. Ich habe die Schatztruhe verpasst. Was auch immer. Was auch immer. Nimm die Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich da nochmal hochkomme. Nein, das ist so gemacht, dass man da nicht mehr hochkommt. Dann mache ich die Scheiße halt noch einmal. Okay. Gut, hol dir das Ding. Sobald du hier bist, schieße ich dich ab und dann gehen wir den Weg nochmal zurück. Eins. Zwei. Deinen dritten brauchst du. Den hau ich dir rein, sobald du nah genug dran bist. Oh mein Gott. Drei. Was? Oh mein Gott, really? So ein Pech aber auch. Verdammt, der ist damit abgehauen. Da müssen wir wohl zurück in das Zimmer, in das wir die Sola das erste Mal gesehen haben. Ja, total super. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich hasse solche Dinger hasse ich. Wetten, dass alle Gegner neu spawnen. Safe spawnen da alle Gegner neu. Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Wenn ich jetzt rausfinde, dass diese scheiß Truhe... Nee, die ist tatsächlich eins weiter oben. Gut. Es werden safe alle Gegner neu spawnen. Ich kann die ganze Scheiße nochmal machen. Oh mein Gott, sowas nervt. Okay, aber my bad, weil ich habe nicht auf die Karte geguckt. Das Spiel hat mir sogar gezeigt, wo ich hin muss. Warum bin ich eigentlich Folge? Ach, wegen dem Herzteil. Ich erinnere mich. Na gut. Na gut, machen wir das nochmal. Bitte sag mir, ich muss diesen Scheißkampf nicht nochmal machen, dann werde ich echt sauer. Nein, ich muss den Kampf nicht nochmal machen. Weißt du, was du zu tun hast? Gib dir dieses Mal etwas mehr Mühe. Halt dein Maul. Ich hatte das Rätsel schon gelöst. Aha. Ja, komm, nimm ihn dir.
So, einmal den. Treppe hoch. Umdrehen. Zu weit weg, oder? Ja, zu weit weg. Ach, ich mag den Dungeon jetzt schon nicht. Ich mag ihn jetzt schon nicht. Das sind eh nur Rubine, wetten? Aber ist egal. Ist egal, es sind eh nur Rubine. Aber scheiß doch drauf. Zumindest das erste Herzteil haben wir, das zweite kriegen wir dann auch noch. Ich bin kein Fan von diesem Ding. Ich mag die Funktionalität nicht. So, sind sie jetzt wieder alle gespawnt? Natürlich sind sie wieder alle gespawnt, wetten? Oh nein, die sind nicht mal mehr alle gespawnt. Das ist doch schön. Wo ist diese Hand? Wo ist die Hand? Hä? Wo ist die? Ja, ich muss da drüben. Toll gemacht, Link. Gut, dass du so schön zu steuern bist. Ziel auf die Hand, Ziel auf die Hand, Ziel auf die Hand, Ziel auf die Hand, du Idiot. Nein, dieses Mal macht der L-Autofokus nicht dumme Kamerascheiße. So, das geht auch so, oder? Warte, ich komme hier oben nicht hin. So, zuallererst gehen wir jetzt mal dahin. Also, hä? Hä, wie muss ich denn da jetzt hin? Okay, das geht auch. Hä? Wie geht denn das? Von hier? Ne, da sieht man das Ding gar nicht. Hä? Hallo, ziel ihn an. Ja, genau, triff nur das andere Ding. Idiot. Hä? Wie komme ich denn da hin? Hä? Ergibt keinen Sinn. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Und da ich mir hier jetzt gerade alle meine Dinger verschwende, ist das auch ziemlich weird, aber okay. Lass es. Lass es. Lass es. Ich komme ja nicht mal mehr da hoch. Hä? Oder hat das gar nichts mit dem Ding zu tun, sondern ich kann das einfach von der Seite aus. Oh mein Gott, ist das dumm. Ziel es an. Ziel die Hand an. Na ja, scheiß drauf. Stirb, 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 stirb. Ich habe keinen Bock auf dich. Gut. Heb das auf. Dann haben wir das schon mal. Diese Seite geschafft. Ja, wie gesagt, wertlos. Gut. Nimm die Hand. Nimm das Ding hoch. Ab geht's. So. Hier schon mal oben. Gut. Meine Hand. Der Rest kann mir egal sein. Dann habe ich das schon mal geschafft. Gut, dann können wir gehen. Die Viecher sind hoffentlich auch noch alle tot. Nein, sind sie nicht. Na super. Ah, verdammt. Kann mir ehrlich gesagt scheißegal sein. Gut. Haben wir das ja schon mal geschafft. Natürlich blöd, dass ich im letzten Abschnitt da jetzt so lange gebraucht habe. Das war ziemlich dumm von mir.
So. Oh, wie süß. Darf ich mit dir reden? Nee. Die sehen ja schon interessant aus, gell? Und hier verfolgt mich die Hand jetzt nicht, ne, von mir aus. Kann ich mit dem reden? Oh. Ach, lass mich raten, ich muss das Ding jetzt hier hinlegen. Nein, muss ich nicht, okay. Vielleicht muss ich wirklich einfach diesen Weg hier gehen. Puff. Oh, ist der süß. Ich tue die jetzt erstmal alle wiederbeleben. Mal gucken, wen wir da sonst noch so alles haben. Darf ich nicht weiter? Es ist zu gefährlich, die Sola weiter in diese Richtung zu transportieren. Gehen wir zurück. Ja, wenn du das sagst. Achso, da sagst du mir sogar. Wie freundlich von dir. Ich will trotzdem alle deine Freunde wieder retten. Achso, und hier kann ich nicht drüber. Das heißt, ich habe alle deine Freunde gerettet. Zoom. Ah, ich mochte diesen Dungeon nicht. Stroni, es gibt noch eine Sola. Wenn wir sie finden, wird sie uns zu Xanthos Versteck führen. Aha. Dann muss ich jetzt da lang, oder was? Ja, von mir aus, wenn du das sagst. Oh, den armen Typen, da konnte ich nicht retten. Naja, das machen wir dann auch noch. Wenn ich jetzt überlege, dass ich dieselbe Scheiße nochmal machen muss, ne? Also wirklich glücklich bin ich darüber fein nicht, ne? Einmal hätte dieses Rätsel echt gereicht. Naja. Okay, wir haben zumindest schon mal 50% fertig. Ich erinnere mich daran, warum ich dieses Ding nicht als Dungeon hab gelten lassen. Das war einfach, weil einfach nicht wirklich was passiert, gell? Schön. So, was erwartet einen denn hier? Hier müssen wir die Sola also auch noch durchtransportieren. Ja, hallo? Oh, beide tot. Na, von mir aus. Ja, wer des Herzens nicht ehrt, ich weiß. Ach du Jemine. Kann ich die Schatztruhen auf dem Hinweg schon einsammeln? Das wäre sehr hilfreich. Oh nö, ich muss von da oben aus. Hä? Ich komme doch gar nicht mehr hoch. What? Hä? Excuse me, what? What? Okay. Vielleicht muss ich ein Wolf sein. Ich weiß es nicht. Dass hier irgendwo ein geheimer Schalter ist oder so. Da ist auf jeden Fall so ein Ding jetzt. Aber was bringt mir das? Hä? Da kommen wir nicht hoch. Muss ich mich da jetzt im richtigen Moment von dem einen Ding auf das andere schießen, um auf dem Ding zu landen, oder was? Da unten kann ich nicht. Nein. Ich kann nicht loslassen, während ich hier oben bin. Da ist eine geheime Schatztruhe. Ach so. Okay. Und dann muss ich einen Sprung wagen. Und dann muss ich ganz viele Sprünge wagen. Oh, das wird ein Spaß.
Oh. Fuck. Nein, du Idiot! Bleib doch mal oben! Bravo! Genialität 2000. Ja, noch 20 Mal runterfallen. Macht Spaß, oder? Ah, super. Oh ja. Yeah. Und ich sehe es nicht mal mehr, weil du Idiot nicht mal mehr hingucken kannst. Vollidiot, ey. Ach, Link, du bist unfähig wie die Nacht. You did it. Du hast das Santo-Ding besiegt. Es hat dich nur 100 Milliarden und endlich 1000 Hyper 1000 Millionen Quadrillionen Treffer gekostet. Du bist wirklich etwas ganz Besonderes. Ja, okay. Wertlos. Das hier wird wahrscheinlich das Dingenskirchen sein, gell? Also der Schlüssel. Genau, und ja. Ach, Hammer. Von da komme ich nicht ran, oder? Ich versuche mal, ob ich von diesen Dingern... Müssten dann die hier sein? Ne, ist noch eins weiter. Kommt man dann weiter? What? Also springen brauche ich da nicht, da sterbe ich. Da ist die Truhe. Vor allem hier sieht man die Truhe gar nicht. Scheint auch eine kleine zu sein. Weird. Naja, egal. Die beiden habe ich geöffnet. Gehen wir halt mal weiter. Warum sind hier so viele Truhen? Muss ich mal wieder als Wolf alles machen, ja? Oh, fuck. Was macht ihr denn hier? Ja, super. Ja, war mir klar, dass da noch einer ist. Gut. Es war mir klar. So, wo joint er? Gut. Oh! Mist. Wo ist der letzte? Da. Oh mein Gott, ich bin drüber gesprungen. Okay. Es wird schwerer, langsam. So. Um Gottes Willen. Es sind jetzt zigtausend von den Dingern. Okay. Ja, genau, das war zu erwarten. Ich komme von hier aus nach da. Habe hier schon mal eine Schatztruhe. Je mehr ich plündere, desto weniger muss ich machen. Wie gesagt, ich vermute, ich brauche die Sphäre für die beiden, die ich da jetzt nicht erreichen konnte. Wo flattert dieses Kackviech rum? Okay, hier kann ich mich... Gut, kostenloses Herz. Was haben die denn rum? Aha. Hm, die treffe ich nicht. Die treffe ich nicht. Nee, keine Chance. Ich werde nicht meine ganzen Pfeile und so verschwenden, um die Viecher zu attackieren. Passt. Nein, 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 nein. Passt. Gut.
alles richtig gemacht. Schön. Huh. Wir halten die Dungeon-Karte, Alter. Jawohl. Viel ist es nicht mehr. Ich hoffe nur, dass sie dieses Jagdrätsel nur zweimal einbauen. Ich habe keinen Bock, noch so ein drittes Mal vor so einer Hand wegzulaufen. Fairerweise muss ich sagen, ich finde es nicht so schlimm wie zum Beispiel im Wind Waker. Im Wind Waker haben sie ja tatsächlich andere Hände, so welche, die einen selber aus dem Dungeon rausschmeißen, ne? Die fand ich immer am schlimmsten, ey. Die fand ich von allen Viechern, fand ich die am schlimmsten. Gut, positiv. Schlüssel. Achso, ich hätte hier sogar eh hingemusst. Ja, lol. Ich hätte hier sogar eh hingemusst. Na, von mir aus. Na gut. Also, plündern wir schnell den Dungeon. Diesen Raum haben wir. Die anderen beiden verstehe ich halt nicht, wie das gehen soll. Okay. Damit habe ich alles, ne? Ja, das ist dieser Raum. Jetzt habe ich noch die beiden da unten, wo ich nicht weiß, wie ich an die rankommen soll. Ich vermute, dass das nur mit der Sphäre geht. Wäre jetzt mal meine Vermutung so tatsächlich. So. Gut. Die Sphäre holen wir uns dann im nächsten Part. Falls euch der hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Bis demnächst. Ciao.